Blutige Gefechte, schwere Wüstenkämpfe mit Saddams Garden haben die Amerikaner den Feind wirklich so unterschätzt? Angst vor der Lungenseuche, immer mehr Verdachtsfälle in Deutschland, Singapur schließt alle Schulen. Von Männern habe ich echt genug. Kathi Witt ist wieder solo. Warum die Eisprinzessin ihren Prinzen fürs Leben vielleicht nie findet. Donnerstag, 27. März. Hier ist das RTL Mittagsjournal mit Katja Burkhardt. Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Die achte Nacht in Folge haben die Alliierten nun Ziele in Bagdad bombardiert. Doch schocken und einschüchtern tut das Saddams Armee offenbar nicht wirklich. Denn Husseins Generäle wollen angeblich selbst eine Offensive gegen die Alliierten starten. Der US-Fernsehsender CNN berichtet, dass im Süden des Landes mehrere hundert Panzer vorgerückt sind. Gleichzeitig wollen die Amerikaner mit einer neuen geheimen Operation offenbar im Norden eine zweite Front aufbauen. Andreas Noll berichtet. Ein amerikanischer Panzer in einem schweren Gefecht bei Najaf. Die Feldartillerie des 1. US-Bataillons feuert Granaten auf eine Stellung der Iraker ab. Draußen auf dem Schlachtfeld rennen die Soldaten plötzlich hektisch von einem Fahrzeug weg. Kurz darauf detoniert offenbar eine Granate im Innern eines Panzers. Bei dem Vorfall werden zwei Marines verletzt. Beide erleiden Verbrennungen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir einen Unfall hatten, sagt dieser US-Soldat kurz nach dem Unglück. Die Kämpfe mit den Truppen Saddam Husseins toben die ganze Nacht über. 1000 Iraker sind gefallen, so die Generäle der Amerikaner. Doch gerade den jungen GIs ist bei den Gefechten alles andere als wohlzumut. Ich habe noch nie einen echten Kampf erlebt. Es ist wirklich schlimm. Im Südirak gibt es weiterhin schwere Gefechte. Immer wieder müssen Soldaten Tote begraben. Und zwischen den Militärtrümmern in der Wüste rennen Kinder herum. Bei Basra haben die alliierten Truppen 120 Panzer der irakischen Armee angegriffen, die offenbar aus der belagerten Millionenstadt ausgebrochen waren. Weiter im Norden Gefechte in der stark umkämpften Stadt Nasiriyah. Meldungen darüber, dass jetzt die republikanische Garde gegen die Amerikaner vorrückt, sind zwar noch nicht bestätigt. Doch die US-Truppen haben größte Schwierigkeiten, den Nachschub an der wichtigen Verbindungsstraße nach Bagdad zu sichern. Dort wird es wahrscheinlich zur Entscheidungsschlacht im zweiten Golfkrieg kommen. Allein bei den jüngsten Angriffen soll es in der irakischen Hauptstadt 10 schwere Explosionen gegeben haben. Hierbei gibt es nach irakischen Angaben 251 Opfer. In den Krankenhäusern der Stadt sollen zahlreiche Verletzte liegen, alle getroffen von amerikanischen Bomben, so die Behörden in Bagdad. Ich habe zu Hause gespielt und dann war da dieser Angriff. Anschließend sind Leute in unser Haus gekommen. Über dem Nordirak springen in der Nacht diese Fallschirmjäger ab. Bis zu 1000 speziell ausgebildete Soldaten landen als Vorhut für eine neu geplante Front im Norden. Das Pentagon hat inzwischen bestätigt, dass die Amerikaner hierfür einen Flugplatz besetzt haben. Bei der Invasion handelt es sich um die erste bedeutende Landung von alliierten Truppen nördlich der irakischen Hauptstadt. Zur gleichen Zeit sammeln sich in Mosul bewaffnete irakische Kämpfer. Sie haben geschworen, wir werden uns für unser Land opfern und für Saddam Hussein. In Bagdad sind wir jetzt wieder verbunden mit unserer Korrespondentin Antonia Rados. Antonia, gestern die Bombardierung des Marktplatzes mit mindestens 15 Toten. Jetzt die Ankündigung, die Luftangriffe auf die Stadt noch zu verstärken. Das muss die Menschen in Bagdad doch in Panik versetzen, oder? Nein, so seltsam das auch klingt, die Bevölkerung der irakischen Hauptstadt befindet sich überhaupt nicht in Panik. Gestern dieser Angriff auf dem Marktplatz hat tatsächlich einen großen Schock ausgelöst. Aber heute Morgen, an diesem schönen Morgen, wenn Sie so wollen, wo also zum ersten Mal auch der Sandsturm ausgesetzt hat, ist die Situation fast wieder normal, obwohl wir im Hintergrund ständig also Bombardements hören. Ich weiß nicht, ob Sie das auch hören, aber es wird im Moment im Norden von Bagdad wieder bombardiert. Die Bevölkerung ist aber hier auf der Straße, geht ihrem normalen Leben nach. Vor einer Stunde waren wir auch am Busbahnhof und da gab es sogar Busse, die in den Süden des Irak gefahren sind. Also dort, wo wir immer wieder hören, dass sich die Frontlinien der irakischen Armee und der Amerikaner befinden. Das ist also die absurde Normalität, die wir hier sehen und jeden Tag auch hören. Obwohl es gleichzeitig immer tragischere Statistiken gibt. Die letzte ist die, die der Gesundheitsminister hier bekannt gegeben hat, dass in der Zwischenzeit 4000 Zivilisten verletzt worden sind und 350 Zivilisten im ganzen Land allerdings sind in der Zwischenzeit bei diesem Krieg gestorben. Antonia, nach Raketenangriffen sehen wir immer wieder Bilder von wütenden Demonstrationen gegen die Amerikaner. Sind solche Kundgebungen Ihrer Erfahrung nach tatsächlich spontan?
Es gibt in einem Polizeistaat wie dem Irak solche spontanen Kundgebungen, wie Sie sich vorstellen können, natürlich nicht. Die ganze Gesellschaft ist hier schon zu Friedenszeiten durchorganisiert. In diesen Tagen mehr denn je. Die Baath-Partei, das ist also eine regierende Einheitspartei, wie man sie aus der DDR damals gekannt hat. Diese Partei kontrolliert die ganze Gesellschaft, auch diese Demonstrationen natürlich. Alle Viertel werden von dieser Partei kontrolliert, alle Männer. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, auf den Märkten sehen wir heute nicht einmal mehr normale Kleider, die verkauft werden, sondern nur grüne Uniformen. Jeder Mann muss praktisch sich dem Dienst unterordnen und dieser Ideologie der Gesellschaft und des Systems unterordnen. Also von Spontanität gibt es natürlich in diesen Tagen oder haben wir in diesen Tagen keine Spur. Das ist eine durchorganisierte Gesellschaft und alles ist dem untergeordnet. Und natürlich gibt es in dieser Atmosphäre, wenn Sie so wollen, auch keine Kritik am Regime und schon gar nicht Revolten oder Demonstrationen gegen Saddam Hussein. Antonia, vielen Dank für den Moment. Wir werden im Laufe der Sendung noch einmal zu Ihnen hinschalten. Seit einer Woche kämpfen die alliierten Streitkräfte jetzt im Irak. Dass man diesen Krieg gegen Saddam Hussein schnell gewinnen kann, davon ist überhaupt keine Rede mehr. Nach den ersten Erfolgen in der Luft und am Boden scheint die Maschinerie ins Stocken geraten zu sein. Immer mehr Experten, auch aus den USA übrigens, haben nun Zweifel, ob die Amerikaner und Briten nach der richtigen Strategie verfahren. Ob dieser Krieg für die Alliierten bisher eher ein Erfolg oder ein Misserfolg ist, Florian Duggen berichtet. Diese Bilder sind vorerst Vergangenheit. US-Konvois ziehen fast ungehindert durch den irakischen Süden in Richtung Bagdad. Aber die Truppenbewegungen sind in Stocken geraten. Der erste Hinweis auf falsche Planung, behaupten Kritiker. Der Plan, den unser Oberbefehlshaber Franks mit uns entworfen hat, ist brillant. In weniger als einer Woche sind wir bis in die Nähe Bagdads vorgestoßen. Militärexperten haben ihre Zweifel, ob der schnelle Einsatz der Bodentruppen richtig war. Es ist kein Geheimnis, dass Oberbefehlshaber Tommy Franks mit massiven Angriffen aus der Luft den Einsatz der Bodentruppen vorbereiten wollte. Jetzt steht eine Division ca. 90 Kilometer vor Bagdad, kommt nicht recht voran und droht sogar von irakischen Verbänden abgeschnitten zu werden. Eine weitere ist in Kämpfe in Nasiriyah verwickelt, eine Luftlandedivision wurde vom Sandsturm gestoppt. Die Briten kämpfen in Basra und werden sogar angegriffen. Für Ottfried Nassauer vom Institut für Transatlantische Sicherheit ist der Plan ein Risiko. Wer auch immer einen militärischen Vormarsch so schnell betreibt, wie die Amerikaner es im Moment tun, der riskiert, dass er offene Flanken und verletzliche Nachschubwege bekommt. Dann kann es zu schweren Rückschlägen führen. Das ist einfach ein Risiko, das immer mit solchen schnellen Operationen über große Entfernungen verbunden ist. Jetzt sollen weitere 30.000 Mann die Truppen verstärken. Die zweite Frage lautet, ist die irakische Gegenwehr heftiger als erwartet? Saddams Armee war mal die fünftgrößte der Welt. 350.000 Mann sind ihr geblieben. Amerikanische und britische Generäle berichten von heftiger Gegenwehr der irakischen Verbände. Damit haben die Kriegsplaner gerechnet und ihre technologische Überlegenheit dagegen gesetzt. Etwas überraschend aber kommt wohl, dass die irakische Bevölkerung die Truppen nicht überall als Befreier empfängt. Man kann nie offen seine Sympathie für Amerikaner zeigen. Und außerdem darf man voraussetzen, dass die Iraker zwar ihren Diktator loswerden möchten, aber nicht unbedingt den Diktator gegen eine amerikanische Militärregierung eintauschen möchten. Und könnte Washington letztlich am Widerstand im eigenen Land scheitern? Diese Bilder von getöteten und gefangenen Soldaten, Kondolenzbesuche für gefallene Kämpfer. Diese Tragödien machen den Amerikanern klar, dieser Krieg kann zu hohen Verlusten im eigenen Lager führen. Das wird sich in diesem Krieg angesichts der zunehmenden Opfer, je länger er dauert, die man auch nicht mehr verschweigen kann, wahrscheinlich noch weiter verstärken. Allerdings, ob Washington sich davon beeindrucken lässt, das muss man sehen. Vielleicht die schwierigste Frage stellt sich aber erst, wenn die alliierten Truppen irgendwann Bagdad einnehmen müssen. Dann könnte ein blutiger Krieg erst richtig losgehen. Gestorben fürs Vaterland. In den USA sind die ersten toten Soldaten heimgebracht worden. Wie sie jetzt als Helden verehrt werden, das zeigen wir Ihnen nach den Kurznachrichten. Und dann haben wir auch einen neuen Bericht von unserem Korrespondenten Ulrich Klose, der mit den US-Bodentruppen in der irakischen Wüste unterwegs ist. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn hat in New York der UN-Sicherheitsrat getagt. Dabei kritisierte die große Mehrheit der Staaten die Angriffe scharf. Jetzt bereiten die UN den größten Spendenaufruf ihrer Geschichte vor. Die Mitgliedstaaten sollen 2 Milliarden Euro für die Irak-Hilfe bereitstellen. Weltweit gehen die Demonstrationen gegen den Krieg weiter. Wie hier in Mexiko waren US-Botschaften oder amerikanische Restaurants Ziele der Proteste.
Ein 15-jähriger Lastwagen. Den Vormarsch der US-Truppen auf Bagdad begleitet ja unser Reporter Ulrich Klose. Für die Soldaten und ihn gelten jetzt verschärfte Sicherheitsvorschriften. Diesen Bericht hat er uns heute Morgen überspielt. In diesen Stunden kann man nicht den Eindruck gewinnen, dass dieser Krieg, wie von vielen prophezeit, nur eine Angelegenheit von einigen Tagen sein wird. Im Gegenteil, der Konvoi steht inzwischen seit 60 Stunden und die Sicherheitsmaßnahmen sind massiv verschärft worden. Selbst wir Journalisten müssen jetzt neben der ABC-Schutzausrüstung ständig Panzerweste und Helm tragen. Und die Soldaten müssen sich auseinandersetzen mit irakischen Zivilisten, die das Feuer auf sie eröffnen. Jetzt gibt es sogar Berichte seitens des Militärs, dass Iraker unterwegs sind mit Bomben, die sie am Körper befestigt haben, also Selbstmordattentäter, die angeblich US-Soldaten in den Tod reißen wollen. Und US-Einheiten müssen inzwischen jetzt Brücken sichern, weil sie verhindern wollen, dass nun Einheiten der republikanischen Garden hier in den Süden vordringen. Soweit Uli Klose. Kriege fordern Menschenleben und das muss jetzt auch die amerikanische Öffentlichkeit verdauen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware sind die ersten toten US-Soldaten überführt worden. Offiziell bestätigt sind bislang 22 Tote bei den Amerikanern und Briten. Die gefallenen Soldaten werden jetzt als Helden verehrt und das scheint vielen Angehörigen auch wirklich in ihrer Trauer zu helfen. Michael Schumacher berichtet. Die Helden der Nation. Sie werden mit allen Ehren zu Grabe getragen und ihre Leistungen werden als außergewöhnlich dargestellt. Wie bei José Antonio Gutiérrez, gefallen in Umcasre. José Antonio Gutiérrez war ein tapferer, hart arbeitender, liebender Sohn und Bruder und ein ausgezeichneter Marine, sagt dieser Militärsprecher. Worte, die nicht nur die Mutter des 22-Jährigen zu Tränen rühren. Wir sind über alle Maße stolz auf ihn. Er war ein Held, nicht nur für unsere Familie, sondern für die ganze Welt. Er ist für uns alle gestorben. Pathos, der ankommt und der deshalb im ganzen Land im Fernsehen übertragen wird. Wie auch solche Bilder. Die Toten des Helikopterunfalls im Süden des Irak. Mit Namen und Dienstgrad vor der amerikanischen Flagge und den patriotischen Worten von Star-Moderator Dan Rather. Sie haben sich für ihr Land geopfert. Diese Toten werden nicht die letzten des Krieges sein. Und es wird noch viele solcher Kondolenzbesuche geben wie bei Kirsty Urbanik aus dem US-Bundesstaat Colorado, die ihren Freund verloren hat. Eine Marine, der sich wie viele Amerikaner zu Hause sicher war, dass der Krieg im Irak schnell vorübergeht, wie er in einem letzten Brief an seine Frau und sein Kind schreibt. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und der ganzen Familie von meinen Erfahrungen, meinen Reisen zu erzählen. Kopf hoch, ich bin bald zu Hause. Es wird immer eine Erinnerung sein, die ich an ihn habe. Ich werde ihn immer lieben. Ich weiß nicht, ob ich noch mal einen finden kann wie ihn. Zu Tränen gerührt, wie eine ganze Nation, die jetzt damit beginnen muss, ihre Soldaten, ihre Helden zu Grabe zu tragen, wie in jedem anderen Krieg auch. Zu einem Spiel ohne feindliche Einwirkung. Nach den blutigen Kämpfen der letzten zwei Tage schaffen die Fliegenden